Hallihallo meine lieben Zuschauer, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Cult of the Lamb Stream. Zurück zum Kult der Gamer Tiere mit meinem Opfallemann. So habe ich den heutigen Stream zumindest mal genannt. Einfach mal als Joke. Ja, unsere Putzkraft ist immer noch im Sterben, am Alter. Die haben gearbeitet. Fein. Da muss noch ein Grasfeld hin. Na, ganz unten. Ach, stimmt ja, geht nicht. Ich vergaß. Jo. Ich gönne. Muss ich euch noch betanzen oder habe ich. Nee, ich muss euch noch betanzen. Wollte fragen, ob ich das letzte Mal noch gemacht habe. Ich hoffe, diesmal hängen wir nicht so extremst in der Base ab. Dass wir auch ein bisschen was außerhalb sehen. Ach ja, ich wollte auch mal die ganzen Böden jetzt mal austauschen. Was machen wir denn? Ein Ziegel oder das für den Boden? Ich finde, hier bei der Farm sollte es Heuboden sein. Und dann würde ich den restlichen Boden, der hier kultig ist, auf jeden Fall mal golden machen, damit man weiß, wo der Kultbereich ist. Die Raffinerien eingeschlossen. Den Mosaikboden, der kommt in den Schlafbereich. Das Krankenzimmer zähle ich übrigens mal zum Bodenbereich. Da, wo gearbeitet wird, ist der Lavaboden. Halt nach Sklaventreiber. Als ob die halt in der Hölle sind, so soll sich die Arbeit für sie anfühlen. So. Ich brauche den Goldboden nochmal, weil ich habe gekleckert. Restliches bleibt so, wie es ist. Und ansonsten mache ich jetzt alles zu Waldboden. Jetzt fehlt nur noch einmal eben kurz der Lavaboden, dann sind wir fertig. So. Alles schön eingerichtet. Jetzt haben wir auch nicht mehr überall diese Grasbüschel, die die komplette Sicht versperren. Das heißt, ich sehe jetzt jeden Kackhaufen. Ha! Jetzt könnt ihr sie nicht mehr verstecken. So. Alles vorbereitet. Die sind jetzt beschäftigt, während ich weg bin. Oh. Tut mir leid. Dafür habe ich kein Geld übrig. Kann ich bei dir jetzt schon Kohle kaufen? Ja. Kaufe ich mal ein paar Samen. Dann habe ich davon wenigstens ein paar. Wir müssen hier noch den Rest schaffen. Der Vampir-Dolch. Und den Flammenschuss Stufe 3. Oh, da ist eskaliert. Ja. Zack. So, weiter geht's. Oh, was bist du denn für ein lustiger Kerl? Klunko Bob. Ach so, der Wurm, der hat einen Namen. Hallo, du kleine Schlamm. Freut uns, dich an so einem gefährlichen Ort zu sehen. Ich bin Klunko und das ist Bob. Wir sind auf dem Weg zu unserem Freund Radau, um die ganze Nacht zu zischen und zu würfeln. Oh, neuer Spieler. Das wird eine ordentliche Party. Hatta und die anderen wissen, dass ich es beim Wetten manchmal übertreibe. Letztes Mal habe ich gewettet und meine Hand verloren. Wäre mir gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Das nenne ich meine schlechte Hand. Haha, es war zum Schein. Ich gewinne sie aber zurück. Sag mal, warum kommst du nicht mit? Scheint hart im Nehmen, reich und risikofreudig zu sein. Perfekt für Astragaloi. Ja, wir spielen auf jeden Fall eine Runde gleich.
Bei Schaden, Schaden bei Nacht erhöhen, das nehme ich. So, ich habe Deutsch hinbekommen. Ist eine sehr schwere Sprache. Komm, was gut ist. Ich nehme die Seelenherzen. Was bist du denn? Lebensenergie opfern? Nimm meine Lebensenergie. Was kriege ich dafür? Ein einzelnes rotes Herz wurde geopfert. Kranke Herz im Gegenzug erhalten. Oh, ich habe dafür zwei schwarze Herzen bekommen. Na gut, das fühlt sich ja eben mit der Zeit wieder auf, ne? Weil ich ja so oder so Herzen bekomme. Die taucht jetzt bestimmt wieder auf. Der Bischof des alten Glaubens. Sieht zumindest so aus. Stimmt, wenn ich hier in die Mitte komme. Genau. Wusste ich's doch. Ein Fohlen Rottau war das letzte Gefäß, das gegen uns in den Kampf geschickt wurde. Der unterwürfige Feigling, und es gab unzählige vor ihm, alle gleichsam erbärmlich und unwürdig. Nichts erniedrigt so sehr wie Krankheiten. Ich bringe eine Plage über deinen Kult. Ach, lass meine Freundin in Ruhe. Die sind so doof, selber ins Krankenhaus zu gehen. Ich habe gerade in den Stream reingehört. Entschuldigung, dass ihr bis jetzt keinen Sound hattet. Ich hatte da was vergessen. Oh, Sturmbür des Todes oder dem Flammenschuss? Die Sturmbür, das ist dieses Schwert. Das ist mega krass. So, rechts ist Tarotkarten. Jawollo. Oh, dreimal so viel Eifergift kam es ja hier kaum vor. Das wird noch aufgeladen. Gehe ich, wenn ich den Endraum gefunden habe, nochmal hin. Das könnte auch der Boss sein. Der spuckt einfach Explosionsviecher aus, die ich einfach in ihn reinschleudern kann. Lol. Das war der einfachste Gegner aller Zeiten gewesen. Rote Beete und eine Schädelheizkette. Nochmal gucken, ob die Tarotkarten wieder verfügbar sind, ansonsten ziehe ich weiter. Nein! Bisher habe ich auch kein rotes Herz bekommen, ne? Hatte nicht so viel Glück. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich das Ding auch schrotten kann. Für ein bisschen Stein. Oh, Waffen. Vampirhandschuhe oder die Nekromantenhandschuhe? Ja, wenn eher. Boah, der Hammer, der hätte aber auch Power, ne? Eher die Handschuhe, weil die schneller sind. Aber der hat doppelte Power. Alter, mit dem könnte ich so hart vernichten. Nimm den Hammer. Da haben wir ja schon die Technik letztes Mal rausgefunden. Schlagen und direkt rollen. Der Hammer ist halt ultra OP, wenn man weiß, wie man ihn einsetzen muss. Vor allem gegen so stillstehende Gegner. Die haben gar keine Chance dagegen. Was machen die Biester überhaupt? Ach, die chargen. Ich habe ihn im Sprint gekillt.
eigentlich bin ich mit dem Zauber, den ich gerade habe, sehr zufrieden. Aber das hier wäre halt ultra krass. Zack. Ach, ich liebe den Hammer. Der ist so geil. Die großen sind ja eh kein Problem, ne? Ah, die Leichen von denen werden zu Minen. Wenigstens Herzen. Ich dachte, das wären diese Hunde, die man losschickt und nicht sowas. Na gut, nochmal extra Schaden, ne? Probieren wir uns einfach mal an den Gegner aus. Okay, die können Schaden machen. Die braucht so lange zum Angreifen, in der Zeit seid ihr 10-mal tot. Ah, der ist der Boss dieser Ebene. Erstmal gucken, wie der angreift. Okay, der holt sich die. Okay, den Geschossen kann man leicht ausweichen. Es ist schön, dass er diese Bombengegner beschwört, die ihm selber Schaden machen. Alter, diese eine Fähigkeit. Und tschüss. Alter, der sieht ja cool aus. Okay, doch nicht. Eigentlich habe ich schon zu wenig Platz in meinem Kult. Na komm. Ach ja, ich muss ja noch was mitnehmen. Blumenkohlsamen, Blumenkohlsamen oder ein großes Geschenk. Wir nehmen das Geschenk. Geld ohne Ende. Und zweimal müssen wir hier noch durch. Jupp. Ketzer besiegt. So, die haben ordentlich gearbeitet, während ich weg war. Nur gebetet haben sie kaum. So, welche göttliche Inspiration wollte ich mir jetzt holen? Ich glaube, das ist einfach nur, dass sie schneller sind. Den Kompost wollte ich machen, damit ich mehr Dünger machen kann. Ich weiß nicht, ob das eine Aufwertung für das alte Teil ist. Alter, kostet das... Was ist das linke? Ich habe keine Ahnung, was das linke Ding ist. Da ist einer gestorben. Unsere Putzkraft kehrt nie wieder. Ich könnte ihn liegen lassen und hoffen, dass Sven angerannt kommt. So. Wo versteckt der Junge sich? Ich finde ihn nicht. Ich muss hier auch noch Kotze aufwischen. Kai ist im Bett. Ach, da ist Sven. Der hat sich zwischen den Häusern versteckt, der Lümmel. Sven, du sollst dich hinlegen. Immer noch. Hm,
Wen hole ich mir jetzt in den Kult? Wisst ihr was? Mit ihm versuche ich momentan hier eine Aufnahme bzw. einen Stream zusammen hinzukriegen. Deswegen nehme ich mal darauf. Das ist auch ein VTuber. Der darf das Ding bleiben, was er gerade ist. Außer wir haben einen Hirsch zur Verfügung. Ja. So, geborener Skeptiker, verliere mit der Rekrutierung sofort den Glauben. Er ist natürlich träge und ein Ungläubiger. Ah, da sind die Hörner kürzer. Hab mich kurz gefragt, was das soll. So. Du gehst erstens Holz fällen, zweitens bitten tanze ich dich. Und drittens... kriegst du die Blumenhalskette. So, den alten Akai, den opfern wir jetzt. Ich muss natürlich noch eine Predigt halten. Die restlichen liegen gerade im Bett. So, hatte ich ein Ritual, was gegen Krankheiten hilft? Alle spenden mir Geld. Bau sofort. Heiraten. Nee. Und davon die anderen Abklingzeiten laufen noch. Ich kann den alten Mann hier nicht erlösen. Ja genau, ihr geht alle mal schlafen und ich gehe Astra Galoi spielen. Das klingt doch nach einem Plan. Ich muss auch noch die Kristallscherben abgeben. Kleine Slam, schön, dass du es geschafft hast. Wie wär's mit einem Spiel? Oh, da ist die Schwierigkeitsgrad ja mal richtig angestiegen. Astra Galoi macht mir hier auch richtig geil Fun. Also das finde ich richtig lustig. Ich wünsche, das könnte man auch gegen andere Spieler spielen. Okay, ich nehme dir deine zwei offenbar direkt. Das hat ja eigentlich nichts mit Können, sondern eher nur was mit Luck zu tun. Wenn ich dir kann, nehme ich die Punkte. Und die 6 versuche ich hochzustocken. Oh ja, Punkte. Ein bisschen was am Punkten. Eine 5 wäre ganz schön. Mal zur Abwechslung. Der hätte mir meine 2 nehmen können. Aber mit den 6 kann ich arbeiten. Die kann er mir auch nicht mehr nehmen. Jawohl, mit dem letzten Zug nehme ich ihn auch noch seine 5. Nimm das. Ich würde versuchen, das zurückzugewinnen. Aber ich denke nicht, dass ich mir leisten kann, noch in einen zu verlieren. Verdammter Schrummi. Und eine neue Tarotkarte. Erhalte 5 Alpha, wenn du getroffen wirst. Okay. Kann unter Umständen nützlich sein. Wenn ich gerade richtig Whisky spiele. So. Und bei dir kann ich jetzt wahrscheinlich entweder 15 oder 20 ausgeben, ne? Ja, 20. Ja, komm. Ich will auch einmal bei dir Geld gewinnen. Einfach fürs Feeling. So, die 6 packe ich rechts hin. Der spielt halt auch nicht logisch, ne? Der hätte mir meine 6 nehmen können. Nee, die 4, die lasse ich ihm mal. Ich will meine 6 nicht versauen. Genau deswegen. Der kann mir das mit einem Wurf kaputt machen übrigens. Genauso wie ich sie in seinem Wurf. Ja, gewonnen. Instant sogar.
Ich habe quasi das Doppelte von ihm. Das war richtig easy. Ha, das hat Spaß gemacht. Bobs, da Glückwunsch. Das Lämpchen hat es toll gemacht, nicht wahr, Bob? Doch, das war easy. So, dann gehen wir jetzt hier hin. Aktualisiert sich jetzt der Shop irgendwann? Nö. So, danke für den Dreckboden. Dann würde ich den Farmboden nochmal austauschen gegen Dreckboden. Und da, wo das Zeug halt für den Farmtag hier steht, gegen das austauschen. So, ihr wollt noch besseres Licht. Gnädiges Lamm, du hast diesem Ort erneut zu seiner strahlenden Pracht zurückverholfen. Wie ich geschworen habe, hier unser Opfer als Gegenleistung. Preise das Lamm, o Lamm des Lichts. Ja, gern geschehen. Oh, eine neue Anhängerform. Ein Axolotl. Und danke für die 15 Hingabe. Die nehme ich doch gerne mit. So, Dekoration. Die muss ich unbedingt mal aufstellen. Direkt an den Eingang sogar. Hier, ich wache über meine Lämpchen, während sie schlafen. Und ein ruhiger Teich. So ein Teich neben dem Essen finde ich eigentlich ganz schön. Woran die sich zuerst setzen, ist denen überlassen. Ich helfe mal hier unten mit. So, jetzt haben die einen wunderschönen Teich. So, hier haben die noch nichts gemacht. Kann ich dem Alten jetzt von seinem Leid erlösen? Ja, als nächstes die göttlichen Waffen oder nur noch Fluch des Blenders? Göttliche Waffen teilen erheblich mehr Schaden aus als gewöhnliche Waffen, sind allerdings selten. Halt einfach nur so Extremswaffen. Fülle an Waffen. Den Erfolg habe ich gerade bekommen. Ja, und jetzt müssen wir nur noch einmal das Ding voll kriegen und dann haben wir alles. Ich glaube, dann ist eine Predigt gar nicht mehr so wirklich möglich. Da kann ich irgendwie... Ich kann ihn zumindest opfern. Ja, bevor der Tod umfällt, komm. Das andere, das braucht noch. Wir haben hier den richtigen Akaya. Er kann weg. Guck mal, dann kommen wir auch direkt auf die letzte Stufe. Und er freut sich, der Tentakel hat ihn geholt. Jetzt bringt es mir nichts mehr, sie nochmal zu opfern. Ja, die freuen sich, dass Akaya weg ist. Jetzt kann er sie nicht mehr nerven. So, gibt ja nur eins, ne? Drei neue Flüche. Fluch des Blenders. Wir lernen Flüchen. Was kann ich denn da noch bekommen? So, Rituale. Ich kann keinen wiederbeleben, ich kann einen heiraten. Sunny, wir müssen unser Gelübde nochmal erneuern. Schön, dass die alle trauern gehen. Die sollen aber lieber arbeiten. Entschuldigung, wenn ich herzlos wirke. Aber es bringt mir mehr, wenn sie arbeiten. Ich habe die göttliche Axt. Und der Ruf der Krone. Ein heiliges Projektil, durch das direkt getroffene Gegner besessen werden. Was ist denn besessen? Ein Moment. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Was ist der Besessen-Status?
ja gerade das Holz, nimmt man immer mit. Okay, Sunny ist stark. Und der da ist nervig. Die göttliche Axt mag ich übrigens. Und so viel zu, die ist langsam, ne? Ich habe das Maximum an Waffen jetzt schon rausgeholt. Also die können nicht verbessert werden. Aber trotzdem kann ich noch Eifer sammeln. Hingabe. Ich wollte besessen einmal sehen, was das bewirkt, ne? Schön, dass ich mich an das halte, was ich sage. Wenigstens nehme ich die Tarotkarte hier mit. Fluchangriff erhöhen oder am Tag erhöhte Schaden? Ach, ich nehme den Fluchschaden. Und 30 Münzen kann man ruhig opfern. Die habe ich schnell wieder drin. 20% Chance, dass Töter, Gegner beim Tod was hinterlassen. Also ein Seelenherz. So eine 20% Chance nehme ich doch. So, jetzt mal kurz ausprobieren. Was macht das? Was macht besessen? Ich will wissen, was besessen macht. Oh, die Waffe macht manchmal ein zusätzliches Geräusch. So, nochmal Versuch. Besessen. Was machst du? Wir werden es niemals herausfinden. Diese Bombengegner sind irre geil. One-Hit und ich kann damit andere töten. Okay. Palwanta ist bereit, geopfert zu werden. Ihn muss ich danach erneuern. Der Gegner ist halt überhaupt kein Problem. Also wenn man weiß, wie ist die Axt irre krass. Genauso der Hammer. Auch wieder eine Halskette. Wo will ich denn lang? Ich habe hier auf jeden Fall sehr viel vor mir. Ich will auf jeden Fall hier mittig irgendwie lang. Weil ich will zu den Häusern. Hier ist ein Anhänger und hier ist Essen. Da kann ich mir vorstellen, was es ist. Hier will ich dann hin. Ich nehme das Fragezeichen, weil ich bin Full Life. Familienbande verwandelt sich stattdessen in Ketten. Der unersättliche Appetit ward gezügelt und eingedämmt. Die ansteckendsten Ideen abgeschnitten und weggebrannt, bevor sie faulen und sich ausbreiten konnten. Grausam, wahrlich. Doch welch andere Möglichkeit ward gegeben? Wie tötet man den Tod? Es ist unmöglich. Das war alles. Hätte ich auch weitergehen können. Aber halt gar nichts bekommen. Warum mache ich mir die Mühe, die Hingabe einzusammeln? Wenn ich es kaputt schlage, kriege ich es instant. Oh, was bist du denn für einer? Schwabu. Ahoi, willst du einen Blick auf die schönsten Antiquitäten aus den Ländern des alten Glaubens werfen haben? Genau, solange mein Schiff verfahren, muss Geschäft öffnen. Ja. Wenn dir das Lust auf mehr macht,
Versuch mich in meiner Zuflucht. Lauter feine, legal erworbene Waren. Ha, ha. Okay, die Schmugglerstätte. Dank für die Kerne. Ich habe ein neues Gebiet, da gehen wir nach dem Run hin. Ich sehe bisher immer noch nicht, dass der Besessenheitsstatus irgendwas ausgelöst hat. Jetzt aber echt viele Gegner in dem Raum. So, Tarotkarte. Gift macht eh keiner, da bringt mir nur das Rollen was. Ich kann mir vorstellen, dass eine höhere stufige Version davon vielleicht ganz praktisch ist. Aber bisher ist das halt null praktisch, dieses mit Rollen Schaden machen. Okay. Es scheint, als könntest du weder durch Krankheit noch durch Hunger aufgehalten werden. Und da bringt dich jedes Mal stärker von den Toten zurück. Lass meine Leute diesmal in Ruhe. Du musst wissen, dass es nicht meine Idee war, die rote Krone zu verstoßen. Meine Geschwister, die anderen Bischöfe, sind dafür verantwortlich. Bitte, ich flehe dich an, verschone mich, töte Shamura, aber schicke mich nicht in meinen Tod. Schick mich nicht zu ihm. Du wirst meinen Tempel nicht finden. Ich werde hier sicher sein. Ja, ich werde in Sicherheit sein. Ja, sorry, aber du wolltest mich hinrichten lassen. Natürlich töte ich dich. Außerdem bin ich hier nicht, um der Gute zu sein. Tschüss. Oh, die haben jetzt Augen. Tschüss. Diese Bombengegner, schieße ich die auch weg, wenn ich durch sie durchrolle? Das Eiferschwert oder die Klinge des Kreuzfahrers? Naja, momentan bin ich mit der Axt ganz zufrieden. So, rechts will ich hin. Ach, ich darf wieder hier einen Anhänger kaufen. Achso, einen Kranken für nur 8. Okay. Ist ja ein billiger Typ hier. Komm in den Kult. Du steckst ja keinen an, solange ich dich nicht anwerbe, ne? Und ich kann dich ja dann instant ins Bett schicken. Sehe ich das richtig? Kriege ich hier die doppelte Menge an Münzen? Doppelte Münzen! Tatsache! Ein Gegner. In so einem riesigen Raum packt man nur einen einzigen Gegner rein. Wow. Eine gerade Tarotkarte. 20% Chance, keinen Schaden zu erleiden, wenn du angegriffen wirst. Na gut, das hat den Tarotraum offenbar ersetzt. Tschüss.
Da war ein Heal. Ich hätte hier einen anderen Zauber. Die roten Typen, die legen sich manchmal hin. Und versuchen tot zu spielen. Ja, ein neuer Zauber. Die Berührung. Oder das hier, ich nehme das Eis. Weil das ist zehnmal nützlicher als das andere. So, easy going. Wieder so ein easy Raum. Oh, was ist das denn für eine coole Falle? Kann ich die für mich nutzen? Ich glaube ja, wenn man es richtig macht. Komm, warte, folgt mir mal. Damit kann man den Gegner insta finishen. Geile Falle. Vor allem. Ich brauche die Linie, glaube ich, nur zu berühren, ne? Also jetzt geht's nicht mehr, weil der Raum ist fertig. Wenn der Raum geklärt ist, dann funktionieren die Fallen nicht mehr. Oh, eine Kristallstatue. Bisher habe ich sehr wenig aus den Ankertiefen. Ein neues Gebäude. Und auf zum nächsten Boss. Ich glaube, ab diesem Punkt werde ich meine Neuzugänge wirklich alle einfach nur noch Opferlamm nennen. Wenn ihr unbedingt einer von denen sein wollt, die Anhängerziehung ist offen. Geht da drauf und wählt euch aus. Gerade übrigens dieses Schadensabwehren einmal. Ah, ein Kristallfenster. Endlich kriege ich mal hier das Zeug aus den Ankertiefen. Wahrscheinlich kann ich auch drei Dinge aus den Ankertiefen gleich für diesen Flimbo-Laden kaufen. Das lasse ich aber, bis ich nur noch drei übrig habe. Weil da muss ich nicht extra nochmal hier in die Ankertiefen. Easy. Geschosse von denen? Er wird den Kult verlassen? Ach, Sven! Das beklaut er mir auch noch! Was hat er denn überhaupt schon wieder? Weißt du, erst erzählt er Lügen über mich? Und dann beklaut er mich einfach. Sven will unbeliebt sein. Ja, das sind einfach nur Bomben. Du bist eine neue Version von einem alten Gegnertypus. Der gnadenlose Dolch. Oder die Nekromantenhandschuhe. Ja, ich bleib bei der Axt. Die hat zwar weniger Tempo eigentlich. Aber wenn man so macht wie ich, dann hat sie Inselschläge, wie die deutsche Version. Also, man muss das nur anständig timen, dann kann man damit auch ultra reinprügeln. Und im Übrigen, warum ich nicht einfach denen die Namen von den Verstorbenen gebe, ganz einfach, ich will die wiederbeleben. Erstmal stecke ich gleich Sven in den Knast und dann darf er mir mein Geld zurückgeben. Der Lulatsch. Ah! Den mal in den Boss. Schießt du nur?
Ja, der schießt nur. Ich habe so viele Leben, ich kann reinprügeln. Guck mal, überhaupt keine Gefahr, der Typ. Ich habe einfach reingedrescht wie sonst was. Kai ist an einer Krankheit gestorben. Der war doch. Ach, Kai. Ich nehme die Anhänger von der Rest zurück. Oh, ein Elefant. Mensch, Kai. Ich habe nicht mal gemerkt, woran der krank geworden ist. Aber man muss sich merken, wenn die krank sind, müssen die unbedingt sich hinlegen. Die sterben an der Krankheit. Namens Kotzeritis. Ist sonst mal wer krank? Müsste ich davon wissen? So, gib mir dein Fleisch. Ben, ab in den Knast mit dir. Sehe das gar nicht erst ein. Ja, lach den mal aus, den Dieb. In der Glauben ist gerade eh irgendwie im Keller. Muss einmal eine Predigt halten, damit der Glauben steigt. Und am besten irgendein Ritual dafür abhalten auch noch. Ja, Verbannter in den Himmel schicken, ganz normal. Und natürlich vorher jemanden wiederbeleben. Das hätte ich zuerst machen sollen, wo das eh schon im Keller ist. So. Ich würde sagen, wir holen dann jetzt erstmal Kai zurück. Den ich gerade zerhackt habe. Der kommt direkt wieder zurück. Ich wollte einfach nur die Knochen haben. So, das Glaubensvollstrecker-Ritual mache ich gleich noch, aber jetzt erlösen wir erstmal den alten Pall. Der sehr unglücklich wirkt. Nicht, dass er an Altersschwäche stirbt. Kriege ich auch ein bisschen was an Knochen. So, ich muss noch davon einen erlassen. Dann nehme ich einfach Sunny. Der soll meine Steuern eintreiben und so alles. Mein oberstes Ziel vorerst sollte mal wirklich sein, dass ich hier alle mal wiederbelebe, die zurzeit tot sind. Das kostet mich nur 12 Gehirnwäschepilze. Das sollte ich machen, weil der Glauben ist gerade echt im Keller. Die krank werden, die schicke ich dann einfach ins Bett. So, dann holen wir uns jetzt hier die Inspiration und dann mache ich die Raffinerie mal höher. Also nee, das verbessere ich die Vogelscheuchen. Ist ja nicht viel los. Oh, euer Zoo, Lammkotelett. Du beschuldest mir einen Chef. Die Bischöfe sind schon ziemlich fiese Typen, aber dafür halten sie die Wasserwege offen und sorgen dafür, dass der Handel in dieser Gegend floriert. Aber da du hier auch umläufst und sie tötest, öffnet es allen möglichen monströsen Bestien Tür und Tor, meine Waren zu versenken. Furchterregende Dinger sind das, mit knirschenden Zähnen und übrigem Gestank und Fratzen, die Milch gerinnen lassen. Lobby, Baba. Genau wie meine Schwiegermutter. Das machst du also am besten wieder gut. Jedes Mal, wenn ein Bischof stirbt, nimmt ein fieses Monster, das Zeuge genannt wird, seinen Platz ein. Ah, jetzt kommen diese Augen des Zeugen, glaube ich, zum Einsatz. Zu deinem Glück kennt Klimbo Leute, die ein hübsches Sümmchen für das Auge eines Zeugen zahlen. Besorgt man die Augen dieser Monster, dann kaufe ich ein neues Boot und wir sind quitt.
Du musst dafür bloß an den Ort zurückkehren, wo du einen Bischof erledigt hast. Die wilde Bestie besiegen, die dort aufgetaucht ist, und mir ihre Augen bringen. Ganz einfach. Ach so, die kann ich dann einfach ihm geben? Lobby, Baba. Wird auch Zeit. Schau dir das Matsch dagegen an. Es wird behauptet, dass diese Kreaturen alles gesehen haben, was es zu sehen gibt. Und seit Jahrtausenden schweigend darüber urteilen. Genau wie meine Schwiegermutter. Hier, nimm das. Ich habe es auf meinen Reiten gefunden. Bedeutet mir nichts, aber ein Kornträger hat vielleicht Verwendung dafür. Ein Vlies wahrscheinlich. Ja, ein Vlies. Also ein Vliesteil. Der will wahrscheinlich noch zwei Augen dann gleich noch von mir haben. Ja, der will einfach insgesamt nur vier. Du hast ein weiteres Auge. Plimbo beginnt deinen Wert zu sehen. Ha, ganz ehrlich. Sicherheit und Schutz sind Dinge, die Plimbo sehr ernst nimmt. Insbesondere in meiner Branche. Aber ich könnte meinen Kopf nie vor jemand anderem verneigen. Also glaub ja nicht, dass du den alten Plimbo bekehren kannst. Nur noch zwei weitere. Okay. Die drei Karten, die kaufe ich natürlich auf jeden Fall. Und wie gesagt, hier würde ich erstmal sparen, bis ich nur noch drei Dinger brauche. Okay. Das könnte nützlich sein, wenn wir einen Sprengsatz hinterlassen. Hat eine Abklingzeit, aber das wäre eigentlich ganz praktisch. Beim Rollen schwarzen Ikor. Wir haben bald alle gesammelt. Und Seelenfänge. 10% Chance auf Heilung beim Töten eines Gegners. Es fehlen nicht mehr viele Tarotkarten. So. Bei Anura fehlen mir noch zwei von den Formen, ne? Ich brauche eh nochmal zwei Zeugen. Also Augen des Zeugen. Ich könnte ruhig in Anura nochmal reingehen und da aufräumen. Ich muss nach mehr in Düsterholz finden. Na gut, dann kann ich wenigstens hier eben kurz zwei Augen holen, ne? Da muss ich hin. Nämlich das heute, nämlich das Fragezeichen. Fragezeichen, Holz habe ich noch genügend. Was ist hier denn passiert? Präsenz von Leshy ist immer noch spürbar. Höhere Wahrscheinlichkeit, auch besondere Gegner zu treffen. Okay. Hier sind auf jeden Fall sehr viele Knochen. Sage ich nicht nein. Gibt ja eh nur einen Weg. Muss es doch auch mal nutzen. Und einen neuen Anhänger, die ich eigentlich gar nicht brauchen kann. Kann ich die eigentlich auch schlachten, statt sie mitzunehmen? Also bei dem wollte ich es jetzt nicht ausprobieren, weil dem muss ich so oder so mitnehmen. Für Akaya. Ich habe keine Ahnung, wie sein Bruder heißt, ne? Obwohl ich schon so lange mit ihm aufnehme. Beziehungsweise er bei den Streams dabei ist. Ich muss Sunny opfern und direkt danach wiederbeleben. Die Vogelscheuchen wollte ich jetzt eigentlich verbessern, ne? Die Dämonenbeschwörung. Ne, ich verbessere die. Da kann ich zwei mitnehmen. Würde ich sogar direkt auf drei verbessern. Oder ich hinten kann es direkt holen. Bei mir ist direkt auf die maximale Stufe. So, kann ich mal drei Leute mitnehmen. Hier kostet mich der Schmarrn. Was auch immer das letzte davon ist. Wovon ich noch keins habe, brauche ich 15 von. Verbannter will ich auf jeden Fall wiederbeleben. Danach kann ich noch zwei weitere holen. Dann ist hier voll. Also
Also zwei Anhänger hole ich mir jetzt noch maximal, weil ich würde es gerne vermeiden, noch einmal hier noch mal mehr Anhänger zu holen. Wir haben mehr als genügend, Leute. Nur die Vogelscheuchen werden jetzt verbessert. Bringt ja Vögel ein und dann kriege ich noch zusätzlich Fleisch. So, kostet das viel? 10 Goldbarren pro Stück. Es lohnt sich ja überhaupt nicht. Düster heute, 10 Kamelien. Das geht schnell. Und Sunnys Bitte wurde erfüllt. Nick geht schlafen. Ah, so funktioniert das. Guck mal. Das passiert, wenn man zehnmal den Totem hier spendet. Dann kriege ich hier einmal was geschenkt. Auf was gehe ich denn als nächstes? Ich könnte die Toilettenhäuschen verbessern. Okay. Ich nehme den Beichtstuhl. Ich will mal hören, was die mir so beichten. Dann haben wir wenigstens auch was Neues. Auch so zum Schluss. Wo ist der Beichtstuhl? Hier bei Glaube. So, der Beichtstuhl, der kommt hier hin. Mache ich auch direkt einen Goldboden hin. Helfen natürlich beim Bau. Da kommen sehr viele angelaufen, die helfen wollen. Sehr schön. So, ich nehme mal die Beichte ab. Honey, was willst du mir beichten? Das sind sehr interessante Beichten, die du mir erzählst. Aber mal im Ernst, leg dich schlafen. Damit soll es dann jetzt aber erstmal für heute gewesen sein. Erstmal Vibrationsalarm mit dem Controller erleben. Ja, Leute. War doch ein interessanter Abend. Ich hoffe, jeder hatte Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Like da lassen bei YouTube und natürlich ein Abo. Und natürlich auch ein Follow bei Twitch. Ich hoffe, dass ihr wirklich alle Spaß hattet. Ich verabschiede mich dann jetzt hier für heute. Wünsche jedem noch einen guten Abend oder einen guten Tag, je nachdem, wann ihr euch das anguckt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!